EA Pro Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute die Geschichte der Vergiftung des Königs Omar durch die alte Zatavahi. Scharkan begab sich zu seinem Bruder und ließ den Wesir und den Verwalter rufen und sagte ihnen: Freilich ist uns Gott der Erhabene bisher gegen unsere Feinde beigestanden, doch da unser Feind vom Meer her immer Verstärkung erhält, so müssen wir zuletzt unterliegen, wenn wir nicht auf ein Mittel denken, ihn auf einmal zu vernichten. Aber gelobt sei Gott, der Herr der Welten, der uns ein Mittel eingibt, die Ungläubigen auszurotten. Geh du, mächtiger Verwalter, mit 20.000 Mann von der syrischen Reiterei eine Strecke von 7 Pharasangen das Meer entlang. Dann machst du einen Umweg durch das Gebirge und näherst dich weiter unten wieder dem Meer, so dass ihr nur 2 Pharasangen weit hinter dem Feind steht. Dort bleibt ihr verborgen. Du hörst am folgenden Morgen das Schlachtgetümmel. Ich werde zuerst mit meiner Armee weichen, um den Feind vorwärts zu locken. Auf einmal kehre ich mich dann wieder dem Feind zu. Du wirst unsere Fahnen sehen, auf denen die Inschrift leuchtet. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter. Dann schwinge auch du die grüne Fahne und rufe: Gott ist groß, und überfalle den Feind von hinten, so dass du den Flüchtlingen den Rückzug auf ihre Schiffe abschneidest. Der Verwalter machte sich auf den Weg und verbarg sich am bestimmten Ort. Des Morgens früh griffen die Christen wieder schnell zu den Waffen, entblößten ihr Haupt, pflanzten das Kreuz auf die Schiffe, traten ans Land mit ihren Pferden und begannen die Schlacht von neuem. Die Todesmühle rollte umher, Häupter fielen vom Rumpf, Augen wurden ausgestochen, Arme abgehauen, Herzen ausgerissen, Pferde schwammen im Blut. Die Muselmänner priesen die Barmherzigen und die Christen Messias. Da Scharkan absichtlich zurückwich, riefen die Christen schon: »O Diener des Messias, der Sieg ist unser, die Muselmänner fliehen! Marias Sohn, der schon in der Wiege sprach, hat uns geholfen!« Der König Hardub schickte sogleich einen Eilboten nach Konstantinopel, um der Hauptstadt seinen Sieg zu verkünden, und ließ dem König Feridun sagen: Das Räucherwerk des Patriarchen, das unsere Krieger ausdufteten, hat uns geholfen. Auch schwor er bei allen christlichen Wundern, bei seiner Tochter Ibris und bei dem Taufwasser, er wolle alle Muselmänner ausrotten. Als der Bote mit dieser Nachricht fort war, schrie der Anführer der Armee: »Rächet Lukas!« Der König der Griechen schrie: »Räche die teure Ibris!« Aber auf einmal rief Scharkan den Seinigen zu: »O ihr Knechte des gerechten Gottes, hebt euer Schwert gegen die Ungläubigen auf. O Muselmänner, hier sind die Gottesleugner vor euch. Vernichtet sie im Namen des Allmächtigen und aus Liebe zu unserem Propheten Muhammed. Wir sind ja die an Einheit Glaubenden. Fürchtet das Feuer der Hölle und schont euer Leben im Kampf gegen die Ungläubigen nicht. Denn vor euch blüht das Paradies.« Als Scharkan nach dieser Anrede aufs Neue den Feind angriff, bemerkte er vor sich einen jungen, geschmeidigen Ritter, der mit vielem Mut sich gegen die tapfersten Armenier schlug und mitten im Schlachtgetümmel, sowohl durch seine Kühnheit und Tapferkeit als durch seine schöne Gestalt und sein blitzendes Auge die allgemeine Bewunderung erregte. Scharkan ging auf ihn zu und sagte: »Wer bist du, Ritter, der du mit solchem Eifer Gottes Willen erfüllst?« Der Ritter antwortete: »Wie schnell hast du mich vergessen?« Er nahm das Visier vom Gesicht und siehe da, es war Dhul Makan. Scharkan freute sich sehr, ihn gefunden zu haben, weil er seiner Jugend willen gar zu besorgt für ihn war und besonders als König für ihn fürchtete, denn der Tod des Königs entscheidet oft eine ganze Schlacht. Er bat ihn, nun in seiner Nähe zu bleiben und sich nicht alleine so großer Gefahr auszusetzen. Dhul Makan erwiderte: »Das ist mein erster Feldzug, darum wollte ich so viel als möglich deinem Beispiel folgen.« Als die Griechen unerwartet mit erneuter Wut angegriffen wurden, ergriffen sie die Flucht und eilten ihren Schiffen zu. Aber sie fielen den verborgenen 20.000 syrischen Reitern, welche der Verwalter und der Wesir anführten, in die Hände, so dass sie von allen Seiten eingeschlossen waren und die Muselmänner ein furchtbares Gemetzel unter ihnen anrichteten. Mehr als 100.000 dieser Schweinsseelen schickte Gott in die Hölle, und nur 20 christliche Schiffe entkamen. Die Muselmänner machten eine unermessliche Beute,
Sie nahmen 1500 Schiffe voll mit Geld, goldenen und silbernen Gerätschaften, Waffen und Pferden, so dass sie in höchster Freude dem erhabenen Gott dankten. Die 20 Schiffe, welche entkamen, flüchteten nach Konstantinopel. Dort war schon die Nachricht eingetroffen, dass die Griechen gesiegt, und die Alte hatte gesagt, »Ich habe es wohl gewusst, dass mein Sohn keine muselmännische Armee fürchtet. Auch habe ich viele Gebete deshalb an den Messias gerichtet.« Die Stadt wurde beleuchtet, man war vergnügt und trank brav Wein. Aber auf einmal wurde diese Freude in Trauer verwandelt, als die flüchtigen Schiffe mit dem König Hardub ankamen und den Ausgang der Schlacht berichteten. Nun wurde geklagt und gewimmert. Feridun war wie vom Schlage getroffen, warf seine Krone zur Erde und fiel in Ohnmacht, als er hörte, dass außer diesen paar Schiffen alles verloren sei, und rief, »Wehe uns, gewiß sonnt uns der Messias!« Der Patriarch trat dann zu ihm und sagte, »Das Räucherwerk war nicht für die ganze Armee hinreichend, darum ist sie geschlagen worden. Nun aber will ich recht viel in der Kirche beten, bis alle Muselmänner vernichtet sind.« Dann trat die alte Zatawahi zu Feridun und sagte, »Verzweifle nicht, du kannst ja viele andere Truppen zusammenbringen. Ich werde nun eine List gebrauchen, die uns helfen muss. Ich will mich bei dem Anführer der muselmännischen Truppen einschleichen. Vielleicht kann ich ihn wie seinen Vater ermorden, und dann soll kein einziger von seiner ganzen Armee in seine Heimat zurückkehren. Ich brauche nur 100 Syrer, die, wie ich, dem Messias zu Ehren ihr Leben zu opfern bereit sind.« Der König brachte 100 eifrige Christen zusammen und beredete sie, der Alten ins Lager der Muselmänner zu folgen, indem er jedem einen Zentner Gold und denen, die Geld gering schätzten, den Lohn des Messias versprach. Die Alte kochte allerlei Kräuter und packte sie zusammen, zog über ihre Kleider eine große Kutte mit weiten Ärmeln an, wie die syrischen Derwische sie zu tragen pflegen, und ging so zu Feridun. Kein Mensch erkannte sie in diesem Aufzug, bis sie sich entschleierte. Jeder bestärkte sie dann in diesem Vorsatz und wünschte ihr den Beistand des Messias. Diese verruchte Zatawahi war eine sehr gewandte, belesene und gelehrte Frau. Sie hatte Astrologie und alle möglichen Zauberkünste studiert und war voll List und Trug. Auch ihr Äußeres war so abscheulich wie ihr Inneres. Sie war kahl, bucklig, aussätzig, sah gelb aus und triefte immer und überall. Schon in ihrer Jugend hatte sie eine Pilgerfahrt nach dem Heiligen Tempel unternommen, um die Religion und die Gebräuche der Mohammedaner kennenzulernen. Dann nahm sie das Judentum an, bis sie auch im jüdischen Glauben unterrichtet war. Sie hielt sich fast immer bei ihrem Sohn, dem König Hardub, auf, der sehr viele Sklavinnen hatte, denen sie Unterricht erteilt und die sie, je nachdem sie ihr gefielen, ihrem Sohn empfahl. Dieser begab sich nach seiner Mutter Abreise zu Feridun und stellte ihm die Gefahr vor, die sie bedrohte, wenn die muselmännische Armee vorwärts rückte und die Hauptstadt belagerte. Feridun, der seine gefährliche Lage einsah, sandte Boten nach allen seinen Provinzen, um alle noch vorhandenen Truppen aus den verschiedenen Festungen zusammenzuberufen. Zatawahi hatte sich indessen auf den Weg gemacht und, sobald sie in der Stadt war, ihre Begleiter als muselmännische Kaufleute verkleidet und ihnen 200 Maulesel mit allerlei syrischen Waren beladen mitgegeben. Auch hatte sie sich von Feridun einen Brief geben lassen, worin er ihnen als muselmännische Kaufleute überall freien Durchzug mit ihren Waren, ohne dass sie irgendeinen Zoll zu entrichten hatten, gestattete. Die Alte rieb sich dann die Stirn mit einem wollenen Tuch, bis sie ganz rot wurde, legte Ketten an ihre Füße, bis sie in die Nähe der Muselmänner kam, dann nahm sie sie weg und schmierte das Mahl, das sie zurückließen, mit Blut ein. Sie ließ sich dann auch noch von ihren Begleitern schlagen, bis man die Spuren der Prügel auf ihrem Leib sah. Sie befahl ihnen dann, die muselmännische Glaubensformel auszusprechen. »Das ist keine Sünde«, sagte sie, »weil die Not euch dazu zwingt. Wenn wir nun zu den Muselmännern kommen«, fuhr sie fort, »so überlasst alle eure Waren dem ersten Muselmann, der euch anhält. Lasst euch zum König führen und sagt ihm, selbst die ungläubigen Griechen nahmen nichts von uns, und ihr Muselmänner wollt uns berauben? Seht hier den Freibrief des Kaisers der Christen. Saget ihm ferner, ihr wärt in Konstantinopel gewesen, und nachdem ihr eure Geschäfte vollendet, habe euch auf einmal eine Statue folgendermaßen angeredet.
Gott hat mir die Sprache verliehen, um euch in eurem Glauben zu stärken, euch den Untergang der Christen und die Eroberung Konstantinopels durch das Schwert Gottes, den tapferen Scharkan, zu verkünden. Ferner, um euch zu sagen, dass ihr 3 Tage weit von hier im Gebirge ein Kloster finden werdet, wodurch die List eines verruchten Mönchs schon viele Jahre ein frommer Derwisch machtet. Befreit ihn und führt ihn zu den Muselmännern zurück, so will ich schon des Weiteren einleiten.« Nach dieser Verabredung ließ sie sich in eine Kiste legen und in das muselmännische Lager tragen. Während die Alte gegen Scharkan neue Ränke schmiedete, feierten die Muselmänner ihren Sieg und teilten untereinander die unermeßliche Beute, die sie gemacht. Sie nahmen die besten und größten Schiffe der Griechen, füllten sie mit Soldaten und Lebensmitteln und bohrten die übrigen in den Grund. Dhul Makan, welcher wohl einsah, dass die Muselmänner ihren Sieg nur seinem Bruder zu verdanken hatten, bat ihn, an seiner Stelle die Regierung zu übernehmen, während er nun den Kampf gegen die Ungläubigen fortsetzte und für seinen Vater 10 griechische Könige und 50.000 Soldaten töten wollte. Aber Scharkan sagte, »Ich werde, bis wir Konstantinopel einnehmen, dauert es auch jahrelang, nicht in meine Heimat zurückkehren, so sehr ich mich auch nach meiner wunderschönen Tochter Kada sehe.« Dhul Makan versetzte hierauf, »Auch ich verlange sehr nach meiner Sklavin, die ich in gesegneten Umständen verlassen. Ich weiß nicht, was mir Gott bescheren wird, doch wenn mir Gott einen Sohn beschert, wirst du ihm deine Tochter zur Frau geben?« Scharkan reichte seinem Bruder die Hand als Zeichen seiner Zusage. Sie beschlossen sodann, mit einem Teil ihrer Truppen zu Land gegen Konstantinopel vorzurücken und einen Teil zu Wasser dahin zu senden. Nachdem sie viele Wüsten und Einöden durchwandert hatten, kamen sie endlich in eine grüne, fruchtbare Ebene mit vielen Quellen und Bächen. Hohe Bäume sproßten empor, unter deren Schatten Gazellen weideten und auf deren Zweige die Vögel sangen. Die Rosse, von einem zarten Zephyr angeweht, schaukelten sich wie ein Trunkener. Veilchen und Basilienkraut erquickten mit ihrem lieblichen Duft den Wanderer. Als Dhul Makan diese schöne Ebene sah, sagte er zu seinem Bruder, »Bei Gott, die Gegend von Damaskus ist nicht so schön. Wir wollen 3 Tage hier verweilen und neue Kräfte schöpfen.« Man hatte kaum ihr Zelt aufgeschlagen, da vernahm sie ein Geschrei in der Ferne. Scharkan fragte, was es gäbe. Man sagte ihm, eine Karawane syrischer Kaufleute ist angekommen, denen wahrscheinlich die Soldaten einen Teil ihrer Waren, die sie aus dem Land der Ungläubigen mitgebracht, weggenommen. Nun rufen sie nach Hilfe und wollen vor den König geführt werden. Scharkan sagte, man bringe sie her. Die verkleideten Christen kamen und erzählten, was sie die Alte gelehrt, zeigten Scharkan den Freibrief, den ihnen der Kaiser der Griechen gegeben, und sagten, »O König der Zeit, die Ungläubigen haben uns nichts genommen, und nun sollen wir von Muselmännern beraubt werden?« Scharkan erwiderte, »Eure Ware soll euch zurückgegeben werden. Doch habt ihr Unrecht getan, Waren ins Land der Ungläubigen zu bringen.« Da sagten sie, »Gott hat uns dahin geführt, um etwas zu erlangen, was noch niemand vor uns erlangt hat. Doch was wollen wir dir nur allein sagen, sonst könnten wir und wer nach uns jene Gegend bereist, untergehen.« Scharkan führte sie hierauf in sein Zelt, wo sie ihm und Dhul Makan, der auch zugegen war, die Lüge vom frommen Derwisch auf eine so rührende Weise erzählten, dass beide Brüder vor Mitleid weinen mussten. Scharkan fragte dann, »Habt ihr ihn befreit oder schmachtet er noch im Kloster?« »Wir haben ihn befreit«, antworteten die Kaufleute, »und den Anführer des Klosters aus Furcht verraten zu werden getötet, und sind schnell entflohen, obschon wir gehört, dass in diesem Kloster viele Schätze verborgen sind.« Bei diesen Worten öffneten sie die Kiste, die sie bei sich hatten, und holten die Alte hervor, die wie eine dürre Gurke aussah. Scharkan und sein Bruder weinten sehr heftig bei dem Anblick der mageren und ausgetrockneten Zatawahi, deren ganzer Körper von vielen erlittenen Qualen Zeugnis ablegte. Ehrfurchtsvoll näherten sie sich ihr und küssten ihre Hände und Füße. Zatawahi sagte ihnen, »Lasst eure Tränen, ich klage ja auch nichts, ich bin ja zufrieden mit dem, was der Herr über mich verhängt. Ich sehe mein Unglück als eine Versuchung vom Allmächtigen an, denn wer sein Unglück nicht standhaft trägt, gelangt nicht ins Paradies, und wenn ich mich nach meiner Heimat zurücksehnte, so war es nur, um im heiligen Kampf unter den Hufen der Pferde zu sterben.«
Scharkan stand dann auf und ließ ihr etwas zu essen bringen. Aber sie schlug es ab und sagte, »Gott weiß, ich faste schon 14 Tage. Wie soll ich jetzt aufhören, da mich Gott von meiner großen Pein befreit? Ich werde nichts essen bis abends.« Des Abends brachten sie ihr wieder zu essen, da sagte sie, »Noch ist's nicht Zeit. Ich muss zuerst den allmächtigen Gott anbeten.« Und so betete sie die ganze Nacht und die drei folgenden durch und flößte Dhul Makan so viel Ehrfurcht ein, dass er ihr ein Zelt neben dem seinigen aufschlagen ließ. Auch Scharkan hatte eine so hohe Meinung von ihr, dass er selbst über sie wachte und sie bediente. Am vierten Tag forderte sie zu essen. Man brachte ihr allerlei Gerichte, sie nahm aber bloß Brot mit etwas Salz und fastete dann wieder. Scharkan, der ihr zusah, sagte zu seinem Bruder, »Dieser Mann entsagt so sehr allen weltlichen Genüssen, dass, wäre nicht der heilige Krieg, ich bei ihm bleiben und mit ihm beten würde.« Dhul Makan und der Wesir waren auch so sehr für sie eingenommen, dass sie beschlossen, diese Nacht bei ihr zuzubringen, damit sie für sie bete. Dhul Makan und der Wesir trafen das verruchte Weib, als alle Leute schliefen, so andächtig betend, dass sie sich bis Mitternacht nicht nach ihnen umsah. Erst nach Mitternacht unterbrach sie ihr Gebet und fragte, was sie wollten. Dhul Makan bat sie, sie möchte ihm die Geschichte ihrer Gefangenschaft erzählen und für ihn beten. Das bringe ihm mehr Glück als der Besitz von Konstantinopel. »Bei Gott«, erwiderte sie, »wäret ihr nicht die Fürsten der Muselmänner, ich würde euch nichts erzählen, weil ich keinem Menschen, sondern nur Gott meine Not klage. Wisset, ich lebte lange bescheiden, nach Gottes Willen, mit anderen vornehmen Leuten in Jerusalem. Da ging ich eines Nachts am Wasser spazieren, sah mein Bild und wurde eitel und hochmütig. Um diese Sünde, die mein Herz zu verderben drohte, zu büßen, reiste ich ein Jahr lang umher und betete Gott an jedem heiligen Ort an. Da kam ich auch in das Gebirge, wo das Kloster eines Einsiedlers, Matruch genannt, liegt. Der Einsiedler kam mir entgegen, küßte mir Hände und Füße und sagte mir, ich sehne mich schon lange nach dem Land der Muselmänner, kehre bei mir ein, morgen reise ich mit dir. Hierauf führte er mich ins Kloster, brachte mich in ein dunkles Zimmer, schloss die Türe und ließ mich 40 Tage eingesperrt, ohne Speise und ohne Trank. Am 41. Tag kam der Patriarch Astimerus mit seiner schönen Tochter Tamthil und 10 Dienern ins Kloster, und Matruch erzählte ihm, wie er mich behandelte. Als aber Matruch mit dem Patriarchen, der meine Leiche sehen wollte, in mein Zimmer trat und mich noch lebendig und eifrig betend fand, lief er weg und schrie, »Das ist ein Zauberer!« Astimerus aber blieb und ließ mich durch seine Leute so tüchtig durchprügeln, dass ich mir den Tod wünschte und dachte, so wird mein Dünkel bestraft. Sie legten mich dann in Ketten und führten mich in ein noch dunkleres Gefängnis. Alle 3 Tage schickten sie mir ein Laibchen Gerstenbrot, und alle paar Monate sah ich den Patriarchen mit seiner Tochter im Kloster. Letztere ist, seitdem sie herangereist, als Mann gekleidet, denn sie ist das schönste Mädchen in Griechenland, und ihr Vater fürchtete, der König möchte von ihr hören und sie zur Gattin verlangen, obschon sie sich dem Messias geweiht. In diesem Kloster hat der Patriarch alle seine Schätze verborgen, die ihr wohl eher als die Ungläubigen zu besitzen verdient. Ich blieb 15 Jahre eingesperrt und sah häufig die bezaubernde Tamthil und die unbeschreiblichen Kostbarkeiten, die im Kloster verborgen sind. Morgen Nacht wird nun Tamthil wieder mit ihrem Vater ins Kloster kommen. Wenn ihr wollt, so gehe ich mit euch. Ihr werdet ein Mädchen finden, das die schönsten Lieder singt und eines Königs würdig ist. Nur schade, dass ihre Stimme nicht den Koran zu lesen sich erhebt. Auch werde ich euch die Schätze zeigen, deren ihr euch bemächtigen könnt. Doch fürchte ich sehr, fuhr sie fort, wenn der Patriarch eure Armee sieht, möchte er sich fürchten, mit seiner Tochter ins Kloster zu kommen. Die Prinzen hörten der hässlichen Alten mit Erstaunen und Entzücken zu, ließen den Verwalter rufen und befahlen ihm, morgen früh mit der Armee gegen Konstantinopel aufzubrechen. Sie aber wollten in 3 Tagen ihm nachfolgen und nur mit 100 tapferen Rittern zurückbleiben. Sie baten ihn jedoch, ihre Abwesenheit der Armee zu verheimlichen.